Nein, nein, nein. Herzlich willkommen zu einem neuen Part Final Fantasy 7 Remake. Im letzten Part haben wir Loch besiegt. Und. Oh nein, das ist hier alles voll. Willst du Wedge einfach zurücklassen? Und das kann geheimnisvolle Gabis. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Im Wohnviertel ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Oh nein. Chor A hält ja Ausschau nach den Verdächtigen. Chor B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Jawohl! Dieser Vorfall ist ja. Hey, hier drüben! Wäre ein schwerer Schlag für Shinra. Verbreitet die Meldung, dass es nicht umgekommen ist. Position! Jawohl! Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Ziel habe ich erreicht. Wo ist Wedge? Wedge! Das war knapp! Wir machen das. Ich dachte, der wird jetzt überfahren. Hey, Wedge. Alles klar? Ich kann ihn dann da mitten auf der Straße rumliegen, während da Dutzende Gardisten rumstehen. War ja mal wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mein Po! Zeig mal. Was habt ihr hier vor? Was ist denn jetzt los? Fühlt sich auch so an. Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Du hast bloß eine Verbrennung. Eine leichte dazu. Mir ist ganz flau im Magen. Hey, du kannst ja lachen. Wäschcloud. Los jetzt. Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Okay. Rückkehr in die Slums. Wie kommen wir denn jetzt zurück in die Slums? Das ist okay. Eine Überraschung. Oh Mann! Das wollte ich schon lange mal ausprobieren. Was? An einem Laster entlang quetschen. Spannend. Wow, dass sie uns nicht sehen. Wir müssen eigentlich gefeuert werden. Ungeeignet für den Job. Wenn die uns schon jetzt komisch, nicht sehen, dass wir ist bei unserem Einsatz in die alte Avalanche-Gruppe gerannt sind. War das ein Zufall? Hä? Ja, what the fuck? Das ist, wenn unsere alte Gruppe aktiv wird, kann das nicht ergehen. Das ist sehr unlogisch gerade. Das ist schwer genug, weil sie dazwischen funken. Ich habe gehört, es hätte einen Angriff gegeben. Was? War das ein weiterer Anschlag? Das war eine Falschmeldung. Hey. Oh. Ja, okay. Oh Mann, bin ich müde. Ist gerade am 26. August, ich habe. Beziehungsweise jetzt 27. aber. Komm schon, hier lang! Auch ich hab noch das Lucky 5 Event geguckt. Wenn ihr das gucken wollt, auf jeden Fall mal bei Heidi drauf vorbeischauen. Unbezahlte Cyber Placement. Ja. Wollen wir es hoffen? Hoffentlich geht es deinem Vater bald wieder. Hey, Klappe! Ich bin heute ausgelaugt. Cloud meinte nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Himmel. Nicht? Wie bitte? Das soll Cloud gesagt haben? Ist auch nur ein Mensch. Bei einer Midgar-Spezial wird jeder schwach. Ja. Oh, na. Na, da muss ich wohl jeder. Wiederbeleben, was? Ich freue mich schon drauf. Ja, und ich erst. Vergesst schon wieder die Kisten. Und diese zwei Heiltränke noch. Hätte gerne einen Supertränke, aber die bekommen wir wahrscheinlich nicht in Kisten. Okay. Ich glaube, es war hier. Bingo! Hä? Um ehrlich zu sein, habe ich es meinem Vater fast nicht geglaubt. Aber er hat die Wahrheit gesagt. Fallschirme? Hm.
Morgen. Du bist auf gut Glück hierher gekommen? Man wird doch mal was riskieren dürfen, Ihr habt doch immer noch die Motorräder stehen. Ich würde gerne Motorrad fahren. Wird sicher lustig. Hey. Falsche. Na dann, vielen Dank. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Wieso habe ich denn jetzt der Fettkloster hin? Und Jungs, bis nach der Mission morgen. Bleibt diese Sache unter uns, okay? Tifa und Barrett haben genug Sorgen. Gut, dann mal los! Sprengstoff! Cloud, bring Wedge nach Hause. Klar. Oh, fast hätte ich's vergessen. Cloud! Hey, bist du verrückt? Was soll das denn werden? Was macht ihr denn? Da! Hey, was soll das denn? Das frage ich mich auch. Deinen restlichen Lohn kannst du dir später bei mir abholen. Was? Cloud steht auf Brünett. Noch nicht! Warte, Cloud! Keine Zeit. Sei doch nicht immer so streng, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel. Schön blamiert. Alles misslingt mir. War doch okay. Du hast dich für uns eingesetzt. Sei stolz drauf. Wie? Cloud hat doch Herz. Echt ne Lauf! In letzter Zeit allerdings. Alles Clouds Verdienst. Ja! Zusammen sind wir echt unschlagbar! Slums von Sektor 7. Also, ich komme auch alleine nach Hause. Ist ja nur eine leichte Verbrennung. Kommt gar nicht in Frage. Danke, Kumpel. Ach, ja. Ist schon gut. Mir nach! Das ist dann ja doch zu viel. Ach. Ob wow, Jesse Cloud. Und Bix schon zurück sind? Ohne Fallschirm zu landen, das muss man erstmal. Was dagegen, können. Wenn wir bei ihnen vorbeischauen? Die wohnen gleich auf dem Weg. Okay. Okay. Moin, moin. Schatten. Hier wohnt Bix. Scheint noch nicht zurück zu sein. Sieht so aus. Wahrscheinlich sind die wieder wild am Analysieren. Also, gibt nach jedem Einsatz so eine Art Nachbesprechung. Kann ziemlich hitzig dabei zugehen. Hätte ich nicht gedacht. Mach mir etwas Sorgen. Ach, egal. Dann lass uns mal zu Jesse gehen. Hey, ich sollte dich nach Hause bringen. Och, Mann. Jetzt muss ich dem hinterherrennen. In diesem Wohnheim lebt Jessie. Aber Männer dürfen da nicht rein. Aha. Sie wohnt mit anderen jungen Schauspielerinnen zusammen. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Hörst du? Sicher nicht. Die anderen Mädels reden nämlich gern. Das ist in unserer Situation zu riskant. Fliegt die Sache mit Avalanche nicht auf? Niemals. Immerhin ist Jessie eine ziemlich gute Schauspielerin. Aber trotzdem, komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Was soll das heißen? Brauchst gar nicht so unschuldig tun. Oh Mann, ey. Ich sollte ihn nach Hause bringen. Eigentlich wollte ich ihn auch Risi aufnehmen, aber ich bin viel zu müde. Ich wohl leider nix. Kommt, meine Kleinen. Kommt schon her.
Wir haben Besuch. Die drei haben heute aufs Haus aufgepasst. Na dann. Danke fürs Nachhausebringen. Die Wunde. Schmier was drauf. Wird gemacht, Kumpel. Hör bitte auf, mich so zu nennen. Keine Angst, meine Schnuckis. Der Cloud ist ein ganz lieber. Von hier aus seid ihr. Fein, wie brav ihr seid. Okay. Wir stehen der Belohnung. Oh, warte, Rostpfade sind Level. Ach Quatsch, ist ja ein neues Kapitel, ist ja noch gar nicht als erkundet dann wahrscheinlich markiert, oder? Das war ein bisschen dämlich, aber. Da bist du ja, Cloud! Hab grad an dich gedacht! Super. Na dann. Hier, bitte. Gute Arbeit, Herr Alleskönner. Und Barriere. Weil du so toll warst, noch was extra? Nein, nein, nein! Ich denke, das reicht. Na gut, morgen Abend schon was vor. Da hab ich nämlich sturmfrei. Ja, schön für dich. Kannst nein. du jetzt bitte loslassen? Nein, nein. Mach ich, aber nur, wenn du kommst. Cloud, nimm tiefer. Ich will das ja mit Tifa. Wahrscheinlich ist das die Entscheidung, ob er mit Tifa oder mit ihr zusammenkommt, ne? Und ich will... Ja, komm, mach. Okay, okay. Aber okay, ich werde okay. nicht hingehen. Ich denk drüber nach. Juhu! Ich habe auch noch eine besondere Pizza im Kühlschrank. Ja, bei Jessie Pizza bin Spezial. Ich dabei. Mit Malken, Lucken, schwarzen Müllen und roten Schillen. Na? Oh, überlege, sagen mir nichts. Bist du süß, Cloud? Schon gut. Überlass alles einfach mir. Oh, ist ja schon süß. Träum süß. Und wenn sie nicht so lieb wäre. Von Sauerkraut. Was? Ach, schön. Was ist jetzt die Hauptmission? Schlafen gehen wahrscheinlich, oder? Oh, ist der Junge hier? Ich will wieder... Ist er noch? Ich weiß gar nicht, aus welcher Folge das war. Wir sind hier einmal lang gelaufen und dann hat der Junge einen 360 Grad Kopf. Sah sehr lustig aus. Ja, wir sollen schlafen gehen. Machen wir. Okay. Ja, ich denke mal. Schrotthandel, genau. Ich denke mal, wir haben hier noch keine. Erst wenn wir durch sind mit, genau, mit dieser Story hier, wenn wir die Aufträge sehen. Ey, Quatsch, hier. Das war ja Clouds Apartment. Willst du nicht die Tür zumachen, wenn du dich hinlegst? Aber wenn ich erst 13 Minuten hätten, würde ich jetzt auch ins Bett. Resi, habe ich noch genug Folgen auf Petto. Meine Fancy ging jetzt leider sehr schnell aus. Wer ist denn da jetzt noch wieder? Ja? Tifa! Warst ziemlich lange weg? Nur spazieren. Aha. Weißt du, ich habe Johnny getroffen. Er sagt, er verlässt die Stadt. Hm? Ah, der Typ. Das Was machst Johnny. Du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Ah. Es ist Johnny. Eine alte Freundin. Steckt in Schwierigkeiten. Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da.
Wie? Cloud, was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Ist das schlecht? Mm-mm. Im Gegenteil. So machst du Marlene auch keine Angst mehr. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich gehe besser ins Bett, auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Cloud. Du auch. Tifa. Oh nein. Oh nein. Schlaf. Vergiss all deine Sorgen. Oh nein. Nein. Wir wollten gerade aufbrechen, als die plötzlich auftauchten. Und jetzt? Barrett und Jesse kämpfen, aber lange. Scheiße. Geht das nicht gut? Nichts wie hin. Ja. What the fuck? Das ist jetzt ein Warrior. Schnell, zur Waffe! Alter, haben die viele Leben. Das ist nämlich verarschen. Aber ich analysiere die mal. Kann ich schaffen. Sind gegen alles immun. Sind gegen alles immun. Warte mal, ist da auch Blitz dabei? Nee. Dann bringt Blitz tatsächlich was. Stromschlag. Und tatsächlich. Ja. Warum ist denn die Waffe? Der Feind ist schwächt. Was ist das? Boah, was ist denn das? Das hoffe ich jedenfalls. Mann, ey. Genug. Mann! Es tauchen immer mehr auf! Ja, es hört nicht auf. Schmerz. Boah, es sind so viele, Mann. Och, das ist doch nicht dein Ernst, Cloud. Ehrlich. Das ist vorbei! Nee, irgendwie nicht. Blitzer, jetzt aber. Sind das für Kreaturen? Sie werden durch Berührung sichtbar. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber da muss ja irgendwer durchgegangen sein und die alle. Ich weiß, dass man sie töten kann. Das müssen wir wohl auch. Ja. Okay, ich würde sagen, wir pausieren an dieser Stelle. Ich kann nämlich gar nicht mehr. Dann macht auch vor allem keinen Sinn. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir werden auf jeden Fall sofort hier weitermachen. Bis dann. Nee, erst beenden. So, wir sehen uns.